Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Die Klimaziele von Paris haben alle Länder unterschrieben. Und jetzt müssen im Prinzip alle Länder das auch umsetzen. Wir wissen, dass der CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich ständig gewachsen ist, obwohl wir schon Reduktionsziele hatten. Jetzt tun sich, das merkt man auch in der Debatte, die Länder, die Autos produzieren, schwerer als die Länder, die keine Autos produzieren. Das liegt vielleicht in der Natur der Sache, das wird sich auch im Rat wahrscheinlich wieder zeigen. Es geht um Arbeitsplätze, richtig. Da ist es so, dass viele sagen, Dieselarbeitsplätze oder Diesel braucht mehr Arbeitsplätze als E-Mobilität. Natürlich geht es auch darum, im Wettbewerb und mit China. Wir wollen nicht Arbeitsplätze verlieren, weil in China die Autos produziert werden. Wir haben eine Infrastruktur für alternative Energien im Aufbau. Viel zu langsam aus meiner Sicht. Wenn wir das nämlich schneller hätten, hätten wir eine Technologieneutralität, wie wir sie wollen, viel stärker und viel eher schon auf der Straße. Ich bin gegen das Malus-System. Ich halte das nicht für eine gute Sache. Im Grunde genommen sollte man sagen, da wir gemerkt haben, auch die Ziele, die wir haben, wenn immer mehr Autos kommen, nützen sie nichts. Wäre es am besten, einen Emissionshandel, einen strengen Emissionshandel zu haben für den ganzen Sektor. Leider steht das nicht zur Debatte, aber das würde uns vielleicht weiterhelfen.